älteste Kita Hessens. Die evangelische Kita mittendrin feierte ihren 150. Geburtstag in Weilburgs Altstadt. Nach einem Familiengottesdienst in der Schlosskirche gab es in und um die Kita viele Spieleaktionen. Die Besucher konnten einen 45-minütigen Film über die Kita anschauen und der Kirchenvorstand sorgte für gegrillte Würstchen und kühle Getränke. Tag, liebe Leute, guten Tag, wir spielen wieder heute. Wir sind einfach dankbar über das tolle Team, das wir hier in der Kita mittendrin haben. Ja, wir sind dankbar für die tolle Arbeit, für die wunderbare Arbeit, die hier mit Kindern gemacht wird, die Kindern Raum und Zukunft gibt. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das Alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung.